Moin Moin. Hallöchen. Wir sind heute an einer coolen Location unterwegs. Das ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Es ist eigentlich ein Lost Place, eigentlich auch nicht. Es ist sehr schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist, man kann es als eventuell sogar meines Wissens nach Deutschlands größtes offizielles Lost Place sehen. Ich glaube, es dürfte das größte sein. Man kann es aber auch einfach als kein Lost Place ansehen, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind im Landschaftspark Duisburg. Ja. Ist sehr, sehr groß, verlassen, aber im Endeffekt viel eben zur Nachnutzung gemacht. Es gibt hier sehr viele Veranstaltungen, es gibt hier den Kletterpark, es gibt hier eigentlich alles Mögliche. Ich habe ein paar Notizen, weil alles kann man sich hier gar nicht merken. Also, wie gesagt, es ist viel hier angelegt worden. Zum einen gibt es hier ein künstliches Tauchsportzentrum. Es gibt ein alpines Klettergelände, ein Hochseilparcours und so weiter. Der ehemalige Hochofen, den sieht man hinter uns zum Teil, der ist ein Aussichtsturm. Da kann man also bei gutem Wetter auch bis ganz hoch. Abends ist ganz besonders. Abends wird das hier alles beleuchtet. Richtig schön in toller Lichtstimmung beleuchtet. Und der Eintritt hier ist frei. Gut, Sport, Erholung, Kultur und so weiter wird hier großgeschrieben. So lautet das Motto von dem Landschaftspark. Wie gesagt, man kann sich hier größtenteils frei bewegen. Es gibt viele Hinweistafeln auf die frühere Nutzung des Landschaftsparks, was hier früher passiert ist, was man hier früher gemacht hat. Es gibt auch ein Areal, da läuft ein kleines Video, es ist ein Tunnel, da läuft ein kleines Video davon, wie man hier früher gearbeitet hat, wie man hier früher wirklich noch hart gearbeitet hat. Gut, das Ding hier ist natürlich wahnsinnig beliebt für Fotoshootings, ja. Sonstige Sachen. Einfach auch eine geile alte Location. Man kann hier tagsüber super Fotos machen und so ein bisschen in diesen Lost Place Charakter auch einsteigen, wer da Interesse dran hat, weil es wirklich offiziell begehbar ist. Es ist eigentlich so ziemlich alles, was eine Gefahr gebirgt, ist eigentlich weg. Also abgesperrt. Es kann hier theoretisch nicht viel passieren, außer passieren kann immer was. Ja. Aber wenn man mit normalem, vernünftigen Menschenverstand unterwegs ist, dann kann hier eigentlich nichts passieren. Und also wie gesagt, für jeden, der so ein bisschen mal in diesen Lost Place Charakter reinschnuppern will oder generell an der ganzen früheren Geschichte, an dem ganzen Industrie, Kultur von NRW mal teilhaben möchte oder mal was erfahren möchte, der ist hier genau richtig, weil er hier wirklich viel von sieht, viel von lernt und sich viel anschauen kann. Es ist sehr, sehr schön hier. Ja. Uns gefällt es gut. Wir waren schon sehr, sehr oft hier. Unter anderem war ich für Shootings schon hier. Wir haben Bilder hier gemacht vor ganz vielen Jahren. Auch schon wirklich noch mit dem Hintergedanken Lost Places hier Bilder gemacht. Und wir haben auch schöne Nachtaufnahmen gemacht, die werden wir auch mit einblenden, damit ihr auch davon was seht. Was gibt es noch viel großartig zu sagen? Ja, Hunde sind herzlich willkommen. Ja, Hunde sind auch erlaubt. Es ist nicht überlaufen, also wir sind jetzt unter der Woche ist es entspannt, am Wochenende ist es sicher mehr los. Ja. Man kann auch schauen auf der Seite, auf der Homepage vom Landschaftspark, da sind verschiedene Events immer mal wieder. Es sind hier mal
Open-Air-Kino war hier, ja, habe ich schon gesehen. Es gibt hier verschiedene Veranstaltungen, auch mal mit DJs teilweise. Da kann man sich immer wieder auch schlau machen, was hier so geboten ist, was hier so Sache ist. Und es ist cool gemacht. Ich finde das richtig geil, dass sowas erhalten wird, dass sowas auch betrieben wird. Weiterhin eben noch unter dem, ja, unter dem touristischen und kulturellen Aspekt. Ja. Und wie gesagt, für jeden, der in der Nähe ist oder der auch mal einfach nur Bock hat auf so einen Ausflug, sollte hier herfahren, sollte sich das anschauen. Und wir reden nicht lang drum herum. Wir werden wie immer unter dem Video den Link zu unserer Seite Erkunde Deutschland teilen, wo ihr alles nochmal über den Landschaftspark findet. Wie kommt ihr hierher? Die Adresse vom Landschaftspark, wo kann man parken und so weiter und so fort. Wegen der Beleuchtung bin ich mir nicht sicher. Da gab es wegen dem hier Energiesparen und so weiter. Letztes Jahr gab es da Zeiten, ja, wo es hier abgeschaltet wurde. Da sollte man sich im Vorfeld schlau machen, ist jetzt wirklich die ganze Woche an oder ist nur an bestimmten Tagen an. Ich glaube, aktuell ist nur an Wochenenden die Beleuchtung angeschaltet. Macht euch da im Vorfeld schlau, bevor ihr herfahrt und dann enttäuscht seid, weil die Beleuchtung nicht an ist. Und in dem Sinn würden wir sagen, hat euch das Video gefallen, hinterlasst wie immer einen Daumen nach oben. Gebt dem Video ein Like, Kommentar, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.